Noch Zeug, aber er war doch noch so jung. Kann ich jetzt zu Kalista? Kalista ist mir fünfmal wichtiger als Lowell. Ja, ist ja in Ordnung, ist ja in Ordnung. Ja, es ist fein. Laber du mal. Kann ich zu Kalista? Why now? We have to get out of here. Everyone, be safe. So. Ist ja schade um ihn. Hätte ja noch was werden können, aber naja. Kalista ist ja viermal wichtiger, insofern alle Opfer sind für Kalista und im Endeffekt ist es ja angemessen, naja. Naja. Ein toller Gang. Was wollte ich sagen? Ach ja. Es ist ja für Kalista gewesen, insofern war es ja für einen guten Zweck und da ist es ja auch eigentlich scheißegal und ja, muss man da nicht so, das muss man nicht so eng sehen, ach, wenn der Freund oder sonst was da mal drauf geht, das ist doch, Hallo, lieber Golem. Golem. Mann. Au. Lass mir auch mal kurz 3 Sekunden Verschnaufpause. Guck mal, ich lasse dir doch auch 3 Sekunden Verschnaufpause jetzt. Aua! So. Was dort? Ja, das war's. Hurra. Ich rüste mal eben kurz. Ich gucke zumindest mal kurz nach, was man denn so ausrüsten kann. Weil, man darf ja nicht vergessen, auch wenn es jetzt zum Ende zugeht, wir haben ja immer noch ein paar Sachen. 1800 irgendwas. 1948. Okay. Nee, ist jetzt nicht so der Hammer. Ja, vielleicht anstatt Himmelspoet, aber was steht hier drauf? Magieschaden mal 1,5, maximal SP, Magietempo plus, okay. Die wären vielleicht für unsere Magier was, aber jetzt ehrlich, nee, 677 ist jetzt nicht so Bombe, wie man sich das vorstellen könnte. Nee, wirklich nicht. Gut, dann zwei dämliche Waffen, auf die wir jetzt haben, die ist ja auch ganz schön, vor allem die wechselt irgendwie manchmal die Farbe, habe ich so den Eindruck. Ach nee, das sind die Schatten, ach so, ja, okay. Gut, wo geht's denn dann hin? Hinter jeden Mengen Türen hinterher, ach, und ein Speicherpunkt, den mag ich ja gerne mitnehmen. Und ich denke, wir sind doch jetzt wirklich knapp vorm Ende, ach ja, hier sieht man auch nochmal den anderen Speicherpunkt, der von der letzten Session noch kam. Wo es dann abgekackt ist und ich schon irgendwo anders gespeichert hatte. Naja. Auf jeden Fall, ich denke, wo geht's hier hin? Hoffentlich hinter Zengrek her und zu Kalista. Das würde mich zumindest freuen. Schöner, großer Raum. Oh. Kalista! Das ist ja nicht so fein. The cursed blood that summons the outsider. What did you do to Kalista? I have anointed my right arm with the blood of the Arcanans. And with it, I lay claim to almighty power. Your power, the power of the outsider. And then, I shall become a god. Zael. Bearer of the mark of the outsider, I invite you to walk this path with me. Never! It seems in the end we are destined to do battle. Know that this will be our final encounter. Zangorak, King of the Garak, I will not permit you to use the outsider's power as a tool of war any longer. Oh. Ja? Zangorak, listen. Kurze Frage. Allow the outsider to be in this world any longer. The only thing you'll gain is the death of more innocents. Absurd.
Also ich kann nicht jetzt hier 3 Tage lang rumrollen. Der kriegt mich doch sowieso jetzt nicht. That's right. But those people fought desperately to stop the land dying, sacrificing their loved ones and their lives to take responsibility for the outsider. Aha. Right. But is this not fitting retribution? Causes land such great harm. Ich denke immer noch, die Unterhaltung hat es gar nichts gebracht, oder was? Renn mal auf mich zu und dann... Renn mal bitte auf mich zu und mach nicht so einen Scheiß hier. Damit ich nämlich so von hinten schlagen kann. Danke. Haut jetzt nicht unbedingt viel Schaden rein. Dämliche Kamera. Mach dich mal bitte... ein bisschen... Ja, machst schöne Moves. Kannst du toll machen. Wir haben ja gar nichts für Special Moves. Wir haben Kraftschlag. Erhöht kurzzeitig die Angriffskraft. And we can put a stop to that if we send the outsider back. Violence isn't going to help anyone. Ouch. It is too late. The war between our people has already caused irreparable damage. Muss ich dir jetzt wirklich abmeucheln? Aber bitte deine Super Moves, das wäre. Ach ja. Aua! Ja. Autsch! Hey! Volltrottel! Ja, ist schön. Ich mache jetzt mal so ein bisschen die Taktik hier von wegen, lass ihn mal machen und schlag dann drauf, wenn du kannst. Ah ja, jetzt zum Beispiel. Dauert zwar ein bisschen länger, aber ich hoffe, dadurch fällt uns das jetzt nicht so schwer, der Kampf. Immer wieder um ihn herum. Autsch! Eigentlich wirklich, wieso braucht er diese beschissene Kraft des Fremden, irgendwelche Feinde auf sich zu ziehen? Wer will denn so eine Kraft haben? Ich meine, das ist doch wirklich mal... scheiße sinnlos. Oh, bitte deinen super Sprung, Hip-Hop-Krams-Move. Genau, den meinte ich. Das ist immer so ein bisschen mehr eins als andere. Mach mal. Ja, genau, den meine ich. Der haut sich ja schön rein, aber... Aua! Autsch, das hat weh, du Vollidiot! Die leiten sich auch gar nicht mehr. Die sind jetzt vollkommen aufs Kämpfen konzentriert. Mensch! Ja. Wenn er so steht, dann bringt es ja einfach mal gar nichts drauf zu hauen. Ja, super. Hip-Hop-Move und draufhauen. Hey! Der stellt sich ganz schön bekloppt an. Wieso müssen diese ganzen Übermöps eigentlich immer 5-mal größer sein als die ganzen Untermöps und dann 50-mal mehr idiotisch sein als die ganzen Untermöps? Also, ihr wisst schon, was ich meine. Nehmen wir mal kurz. Geht das? Ja! Schön, wie die Zeit immer stillsteht, während er das macht. Au! Bringt da voll viel. Autsch! Mann! Darauf kann man auch gar nicht reagieren, wenn man es aus Versehen mal schafft, da reinzuhauen. Das erinnert mich mal so ein bisschen an eine Dampflok, wenn er da so rennt. Mit Beschleunigen drin. Ich weiß gar nicht, kann man ja jetzt 50 mal draufhauen bei diesem? Oder ich hau da immer nur so selten drauf, aber keine Ahnung. Mach doch mal hin, die Musik übrigens im Hintergrund kenne ich auch noch gar nicht. Autsch. Also ich habe mittlerweile aber kapiert, wann man draufhauen muss. Das ist schon mein Vorteil. Eieieiei.
Ja, stürm mal ruhig nach vorne. Jetzt aber mach mal bitte deinen total tollen Hip-Hop-Groovigen sonst was Sprungkram, Backflip, sonst was. Das wäre zumindest erfreulich. Ja, nein. Vor allem, was hat er denn da für eine Waffe? Das ist doch... Ja, Hip-Hop-Backflip, hey! Au! Also, der sieht gerade so aus, als würde er nur noch 5 Gramm Leben in sich haben. Aber das scheint ihn nicht weiter zu stören. Vor allem, weil er sich auch so blöd anstellt und immer das Gleiche macht. Oh, Finisher. Hey, schön. Was? Jetzt haben wir mal Wasser? This has nothing to do with humans or Garak. I don't even care whether I defeat you or not. This is about stopping the land from dying and ending this infernal war. Your words are nothing but naive ideas. Reality is far more cruel. Now I call forth all power that I possess. Was? Do you still seek to defy me? Wen will er anrufen? Then I shall give you a quarter. I will see your carcass reduced to dust. Blood of Arcanan. Draw forth a raging torrent. Unleash the full power of my outsider! WTF, what? Zangrak. Callista. Callista. I know you can hear me. Who? You must protect Zale. The blood within your veins. Arganon blood. It will give you the strength you require. I don't have that kind of strength. What should I do? Still a flicker of life. The blood of Arganon is powerful indeed. What's this? Callista, you must pray for the one you love. Zale, pray to save him. You have the power. It lies dormant within you. Zale! What the fuck? Das gibt's ja wohl nicht. Jetzt auf einmal. So now we stand equal. Very well. Now can you stand against the will of a king? Leck mich, wieso muss man eigentlich hier in diesem blöden Spiel 50 Millionen Mal jeden Gegner besiegen? Ja, ich mach auf, okay. Hallo? Hallo? Was ist mit Daggerin eigentlich los? Ich denke, das ist der finale, final Bosskampf-Krams. Oh. Ja, ist schon klar. Mensch, Stüpi, mach doch mal irgendwas, wo man dich treffen kann. Tja, also wenn ihm bei ihm nichts nützt, dann macht man doch einfach mal das. Verborgene Barriere ist doch schön, Meteor ist auch schön. Wiederbelebung ist nützlos, aber... Naja, doch, für Callista. Hat ja mal gar nichts gebracht. Danke. So, und Callista hat ein Leben mehr und Schattenstich wird auch nichts bringen. Nö. Was macht denn der für einen Scheiß hier?
Wenn ich gleich ein Fesseln plus 3 habe, vielleicht bringt das ja dann was. Wie viele Milliarden Mal muss ich denn hier drauf kloppen? Nur so gefragt. Das bringt irgendwie alles gar nichts. Ja. Oh, okay. Also muss ich jetzt etwa den Imperator ausrüsten. Naja, okay. That's right, Zael. Zangrak's launch could be our only way out. Wie viele Milliarden Mal größer als ich ist er denn? Kraftschlag, hey. Kann mir mal irgendjemand irgendwie eine Barriere um mich rumkloppen? Das fände ich schön. Leuchten. Okay. Inversion. Ich weiß nicht, ob das was bringt mit Inversion, aber. Mach mal Genesung, wie immer. Ja. Schön übrigens, dass wir jetzt auf einem Leben spielen müssen. Au! Verdammter Mistkerl. Thank you for the life, also für das Leben. Ah, verdammt. Also nur mal so gesagt, ich hatte seine Angriffe eigentlich gar nicht aus. Heißt das hier... Aua, heißt das jetzt den hier? Nein, heißt das überhaupt nicht. Schattenstich. Verborgene Barriere gibt man noch nicht. Mach mal. Ja. Hat das jetzt irgendeinen Nutzen? Immer einfach gar nicht. Ich sehe auch gar nicht, dass sein Schild irgendwie leidet. Sieht nicht wirklich danach aus. Nee, absolut gar nicht. Ich dachte, seine Waffe würde... Ja. Was? Es geht da hinten zu Bruch. Ja. Nicht so ganz, oder? Sein Schild nimmt doch auch gar keinen Schaden, verflucht doch eins. Ja, und seine Waffe soll es jetzt bringen, oder wie? Vielleicht hätte ich den Fluch nicht entfernen dürfen. Kann ich, bezweifle ich gerade mal einfach so.